Julian Draxler wurde zuletzt mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. Jetzt schaltet sich offenbar auch Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp ein. Wie L'Équipe berichtet, hat es bereits Gespräche mit PSG gegeben. Demnach sind die Reds an einer Leihe im Winter interessiert. Draxler hat in Paris aktuell keinen Stammplatz. Der Weltmeister erklärte aber kürzlich bei Sport1, dass er seine Zukunft trotz hochkarätiger Konkurrenz weiter bei Paris Saint-Germain sieht. Wenn Jürgen Klopp lockt, könnte Draxler diese Ansicht aber vielleicht nochmal überdenken. Ebenfalls in der Equipe heizt Antoine Griezmanns Berater die Wechselgerüchte um den Stürmer an. Es sei eine komplizierte Situation für den Franzosen, es fühle sich wie das Ende an, sagt er. Griezmann auf dem Level spielen zu sehen, das er oft in dieser Saison gezeigt habe, heiße, dass etwas nicht stimme. Zuletzt hatte es sogar Pfiffe der Atletico-Fans gegen den formschwachen Angreifer gegeben. Das könnte die Wechselgedanken bestärkt haben, glaubt der Berater. Torwartlegende Gianluigi Buffon wird im kommenden Sommer wohl seine Karriere beenden, deshalb sucht Juventus Turin einen geeigneten Nachfolger. Weil man den bisherigen Ersatzmann Wojciech Szczęsny für nicht gut genug hält, kommt jetzt ein prominenter Name vom FC Chelsea ins Spiel. Laut einer belgischen Zeitung ist Juve nämlich ins Rennen um Thibaut Courtois eingestiegen, allerdings sollen auch Real und PSG interessiert sein. Apropos PSG, der französische Tabellenführer hat offenbar Marouane Fellaini von Manchester United als Verstärkung im Visier. Die Zeitung Le Disport berichtet, dass Paris dem ab Sommer ablösefreien Mittelfeldspieler einen 4-Jahres-Vertrag anbieten will.